Hallihallo alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir sind ein bisschen spät dran, deswegen warten wir auch noch mal eine Minute, bis sich jeder hier eingerichtet und eingefunden hat auf Zoom. Es geht gleich los. Okay, dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zur Wacom Comic Week. Zum ersten Mal online und zum ersten Mal ein Event von Wacom komplett und exklusiv zum Thema Comic. Heute dabei Mikiko. Aber bevor wir mit dem Webinar starten, ganz kleine, kurze Regeln, das sogenannte Housekeeping. Nichts Krasses, nichts Überraschendes, ganz einfach ein bisschen Information für euch, wie das ablaufen wird. Die Session wird ungefähr 60 Minuten dauern, von 50 Minuten vielleicht ein bisschen mehr Workshop. Und dann haben wir am Ende 10 Minuten für Q&A. Für die Q&A, bitte benutzt die Q&A-Funktion von Zoom. Das macht es nämlich ein bisschen leichter für uns, den einzelnen Fragen Herr zu werden und hinterherzukommen. Könnt natürlich auch den Chat benutzen, aber da der manchmal ein bisschen chaotisch wird, Q&A, wenn ihr wirklich eine Antwort haben wollt, ist viel einfacher. Genau, und das wäre es eigentlich schon. Zweiter wichtiger Punkt ist, ja, diese Session wird aufgezeichnet. Ja, wir werden diese Session verfügbar machen. In ein paar Tagen werdet ihr einen Link bekommen zu YouTube, wo dann eben ein Video von diesem Webinar zu sehen ist. Also haltet ein bisschen Augen auf euren E-Mail-Eingang, weil wir werden als Follow-up-E-Mail zu dieser Session halt eben die weiteren Informationen mit euch teilen. So, wer sind wir und was machen wir hier eigentlich? Für die, die Wacom kennen, willkommen zurück, schön, dass ihr dabei seid. Für die von euch, die Wacom noch nicht kennen, zwei Sätze zu uns. Wir sind sozusagen die Pioniere des digitalen Stifts. Wir machen das seit ungefähr 40 Jahren, sorgen wir dafür, dass man mit einem Stift und einem Tablet oder einem Display am Computer zeichnen, malen und gestalten kann. Denn überall da, wo eine Maus oder ein Trackpad einfach nicht weiterreicht, da sollten wir auf dem Tisch liegen. Und Partner für die Wacom Comic Week dieses Jahr ist Clip Studio Paint. Die Software perfekt für Zeichnen, Malen und Design. Mit speziellen Funktionen für Comics, Webtoons und Animation und Teil einer riesigen Community weltweit mit über 7 Millionen Artists. So. Ah ja, genau, der Werbeblock. Hätte ich fast vergessen. Klar. Aber in eurem Interesse, denn falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein neues Wacom-Display oder Tablet zuzulegen, dann guckt euch doch bitte auf unserem E-Store um. Wir haben im Moment während der Dauer der Wacom Comic Week sehr, sehr coole Offer für euch. Angefangen mit 5% off auf das große Wacom Mobile Studio Pro, der Stiftcomputer, und bis zu ziemlich coolen 20% Rabatt auf Intus Pro und Intus Pro Small Stift-Tablets. So, jetzt ist der Werbejingle, jetzt geht's weiter. Mit uns dabei heute Abend ist Mikiko Poncek. Aber bevor ich da groß erzähle, wer sie ist und was sie macht, lasse ich sie das einfach selber machen, weil das kann sie nämlich viel besser. Und ich weiß, dass sie viel zu erzählen hat, weil sie nämlich eine fantastische Künstlerin ist. Also, bitteschön. Ganz lieben Dank. Ja, das ist wirklich sehr nett. ja, lass mich mal ganz kurz eines meiner Programme euch zeigen, wo ich einige meiner Bilder bereit habe. Ich finde, das ist wahrscheinlich am einfachsten zu zeigen, was ich so mache, statt einfach nur zu quatschen, auch wenn ich sehr, sehr gerne viel quatsche. Man muss es doch sehen. Ich bin ein bisschen chaotisch momentan. Ich versuche das jetzt mal ganz schnell. Ich denke, das wird es sein.
probieren wir das doch aus. So. So, die meisten Leute von euch kennen mich vielleicht online ich habe lange Zeit kein Deutsch mehr gesprochen. Ich bin momentan in England. Ich lebe hier seit etwa 3, 4 Jahren, seit 2006. Und ich mache eigentlich das meiste auf Englisch. Also vielleicht haben einige von euch auch schon mal meine Streams gesehen. Ich streame halt freitags regelmäßig, bin auf Patreon und Twitter und Instagram und so weiter. Und ich zeichne in erster Linie Webcomics. Das hier ist so ein Self-Portrait von mir mit meiner Katze, die auch wirklich existiert, aber sie ist jetzt momentan ein bisschen versteckt hier. Kann ich euch leider nicht zeigen. Bevor ich angefangen habe, diese Webcomics zu zeichnen, habe ich in Deutschland gelebt und habe dort auch Manga gezeichnet und war bei Tokyopop vor allem veröffentlicht. Ich glaube, ich habe hier leider gerade kein Beispiel. Ich habe hier diese Mini-Comics, die ich zuletzt gezeichnet habe, wie ihr seht, zum Thema Hitzewelle im Sommer und Pandemic auf Englisch natürlich, aber das kann ich euch gerne übersetzen. Also im ersten Panel sage ich, vielleicht sollte ich mehr nach draußen gehen und im zweiten Panel, nee. Der Unterschied 2019 zu 20. Naja, also das sind wie gesagt die Mini-Comics. Ich habe hier ein Storyboard bereit, um ein bisschen zu erklären, wie Storyboards funktionieren. Ich habe auch Photoshop, wo ich ein paar andere Dinge habe, mehr illustrative Sachen. Also das hier ist zum Spaß etwas, was ich gezeichnet habe für eine Freundin. Das ist einer der neuesten Bilder, die ich heute hochgeladen habe. Meine eigenen Charaktere zeichne ich am liebsten. und jetzt habe ich noch eine Sache, an der ich momentan arbeite, und das ist eine Sprite-Animation, die noch nicht fertig ist. Also ich kann es euch zeigen, aber es ist noch nicht fertig. Also ich mache im Grunde von allem ein bisschen was, aber offiziell so die Dinge, die ich zeichne, sind Comics. Heute möchte ich in erster Linie der Sinn der Sache, also als Vakuum mich fragte, was hättest du gerne als Thema, habe ich gedacht, naja, ich weiß nicht, was für Themen suchen sich die anderen denn aus, soll ich was nehmen, was die anderen noch nicht gemacht haben, ist schwierig, ne? Und dann dachte ich, eigentlich, ich mache zu viele verschiedene Dinge, dass ich wirklich nicht auf eine Sache festlegen wollte. Und da dachte ich, in Q&A-Sessions wahrscheinlich am besten, da kann man wirklich zu jedem Thema und zu jedem Schritt im Comic schaffen, einfach Fragen stellen. Und dann kann ich das spontan erklären und auch wahrscheinlich auch zeichnerisch erklären. Also wenn jemand sagt, oh, wie zeichne ich Hände am besten oder so, dann kann ich das mal eben skizzieren oder ein paar Tipps geben oder so in der Art. Also es soll halt so locker wie möglich sein. Und deswegen bitte nutzt die Q&A-Option. Ich weiß nicht genau, wie ich mir die jetzt anschaue. Das muss ich mir jetzt nochmal... Ich muss jetzt mal gucken, wo ist denn das? Hier. Ich glaube, die kannst du aufrufen, genau. So, okay. Sowohl Chat als auch Q&A kannst du als Pop-up aufrufen. Wo ist der? Participants ist nicht das, was ich suche. Wo ist denn der Chat? Den hatte ich vorhin. Ich habe jetzt Question and Answer habe ich auf. Mhm. Und da ist der Chat. Ich habe ihn. Okay. Alles klar. Alles klar. Das hilft auf jeden Fall. So, genau. hier kommt schon die erste Frage. Ich mache mal ein blankes Papierchen auf, also eine neue Seite. Machen wir mal Illustration. Ich mache gerne 300 als Minimum. Und dann muss ich auch ganz kurz mein Tablet, also dieser Schirm hier ist tatsächlich auch mein Tablet. Das ist nämlich ein riesiger Cintiq. ich habe nämlich den 27 Zoll Cintiq. Und deswegen sieht das alles ein bisschen seltsam aus, wenn ich das hier so mache. Okay, so kann ich aber dann zeichnen und antworten und quatschen. So, ich sage schon mal im Voraus, dass ich mit dem Multitasking das nicht so habe. Das heißt, wenn ich irgendwelche
komischen Ausdrücke nutze oder mal auf Englisch was sage, dann verzeiht mir ein wenig, weil so auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren ist nicht so einfach für mich. Wie lange sitzt du gewöhnlich an Comics? Also ich denke mal, du meinst an einem Comicbuch. Ich erkläre einfach mal allgemein. Ich würde sagen, so ein Comicstrip kann recht schnell sein. Also wenn ich diese Mini-Comics zeichne zum Beispiel, die sind meistens, ups, da habe ich die Farbe nicht ausgesucht, machen wir mal hier in schwarz. Wenn ich so einen Comicstrip zeichne, dann plane ich das erstmal ganz grob aus und meistens sind die in so A4-Formaten geplant, dass ich sage, okay, der Strip ist 2 Seiten lang oder so und dann plane ich die Panels dementsprechend, dass die auf diese 2 Seiten gut passen, weil ich es zum Beispiel am Ende drucken möchte oder so. Und so ein Strip, ich würde sagen, so eine Seite, wenn ich mir Zeit lasse, ist das so ein Tag. Ich bin Freiberufler und damit bin ich ganz selten an festen Deadlines gebunden. Und also das wäre ein Tag für so einen Mini-Comic, den ich euch gezeigt habe, in Farbe. Und der Style ist, ich würde sagen, recht schlicht und simpel. Also ja, also es dauert natürlich länger, je komplizierter das Design ist. Aber ich würde sagen, hier so ein Strip in dieser Art, wenn ich mich beeile, dann würde ich so einen 2-seitigen Strip in einem Tag auch schaffen. So in der Art. Wenn ich aber lange Bände zeichne, also sagen wir mal einen Manga, da kommt es natürlich auf die Seitenzahl an. Es kommt darauf an, wie ich arbeite, was jetzt das Projekt selber ist. Da kann das tatsächlich sein, dass ich zum Beispiel Crash and Burn ist einer der Titel, die ich bei Tokyopop veröffentlicht habe. Da war ein Band, habe ich den hier? Nee. Ein Band war etwa so dick, also Standard Tankobon, etwa ein bisschen dicker, 200 Seiten etwa. Und das hat etwa ein Jahr gedauert. Also, und das war schwarz-weiß, aber der Style war ein bisschen mehr kompliziert. So. Ja, wie erstellst du ein Storyboard? Wie erstelle ich ein Storyboard? Ich glaube, zum Storyboard muss ich doch erstmal erklären, was ist ein Storyboard genau? Also es ist ja nicht einfach so, dass du anfängst und sagst, okay, ich zeichne jetzt drauf los, sondern du planst halt vorher. Storyboard ist das, was man zeichnet, bevor man sich auf die Seiten festlegt und das dann sauber reinzeichnet. Es ist wirklich so die Phase, wo du wirklich alles so anordnen kannst, dass es fließt, wie du es gerne hättest, dass es liest, dass es sich liest, wie du es gerne hättest. Also zum Beispiel Dialog entscheide ich dann, auch wenn ich vorher ein Skript hatte. Weil ich dann merke, zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, wir haben eine Szene und da ist dann halt Dialog drin und dann fange ich an zu zeichnen. Also Storyboard ist wirklich bei mir extrem schludrig, weil ich muss das niemandem zeigen. Ich bin die einzige Person, die das liest und interpretieren muss. Und dann fange ich an zu zeichnen und ich merke, oh, weißt du was, wenn hier eine Figur ist und da eine Figur ist, da passt gar nicht so viel Text rein. Also die Sprechblasen sind ein bisschen gequetscht, das passt ja gar nicht. Und dann fängst du an anzupassen und sagst, okay, hier muss jetzt was gekürzt werden. Also dann sieht das Storyboard tatsächlich bei mir in etwa so aus. Also ich zeichne tatsächlich Storyboards mehr oder weniger, wie ich sie jetzt zeichne. Also sehr, sehr schlicht. Manchmal sogar mit Ausdrücken. Also ihr seht, es ist auch sehr klein auf dem Bildschirm. Ich bin noch nicht mal reingezoomt, aber das kann dann tatsächlich richtig wild aussehen. Also so. Na, oder ich weiß nicht. Machen wir mal eine Landschaft hier rein. Das ist natürlich kein richtiges Story gerade, aber es zeigt einfach nur, wie grob das tatsächlich aussieht. Also so sieht das tatsächlich auch aus. Schludrig, furchtbar. Man würde sagen, das kann man niemandem präsentieren. Also wenn ich für einen Kunden arbeite, sieht das alles ganz anders aus. Da sieht das ganz fein aus. Aber hier
das ist ein Comic, den veröffentliche ich meistens, also heutzutage veröffentliche ich alles selbst. Ich verkaufe alles selbst. Ich biete Sachen zum Download an. Da muss das nur für mich stimmen. Und da ist das auch egal. Und wenn ich dann halt mehrere Seiten habe, ich mache tatsächlich auch noch nicht mal den Umriss der Seite. Das ist alles in etwa so. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht wichtig wäre zu erwähnen noch, ist, dass wenn ich diese Seiten zeichne, dann mache ich die auf jeden Fall in Paaren, weil die im Buchdruck auch so sein werden. Also ich plane tatsächlich in erster Linie mit dem Druck eines Buches im Kopf. Also alles wird bei der Auflösung ist immer 600 dpi, weil das so eine gute Auflösung für Druck ist. 300 ist Minimum, also wenn ihr etwas plant zu drucken, dann muss es mindestens 300 dpi haben. Und 600 ist so ideal irgendwie, dann ist das schön sauber und sieht toll aus am Ende. Ja, und deswegen, also weil alles zum Druck hinausläuft, mache ich das auch so, dass bei der Planung das so angeordnet ist. Also im Grunde, als hättest du ein Buch vor dir und du kannst so auf diese Art planen. Man kann das natürlich ein bisschen schöner machen. Also man könnte natürlich hergehen und einfach, wenn du weißt, ich möchte grob 100 Seiten zeichnen, dass man 100 kleine Gästchen hat, wo man das einfach einfügen kann. Aber warum ich da keine große Arbeit reinstecke, ist, weil das ist der Teil, wo wirklich am meisten editiert wird. Das heißt, vieles ändert sich komplett. Manchmal lösche ich komplette Seiten, manchmal lösche ich komplette Szenen, manchmal füge ich welche hinzu. Und da lohnt es sich nicht, das schön und sauber hinzuzeichnen, weil es kann sich alles ändern. Es muss, also beim Comic ist das meiner Meinung nach der wichtigste Teil der Schaffung des Comics. Es ist also nicht, dass die Bilder wunderschön sind, sondern dass es sich gut liest. Und wenn ihr noch genauere Fragen dazu habt, sagt mir ruhig Bescheid. Ich möchte einfach nur so viele Fragen wie möglich beantworten. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob wir noch ein paar andere Fragen haben. Hallo Mikiko, ich möchte fragen, ob du vielleicht ein paar Tipps für das Outlining hast. Ich werde mir mal ganz kurz ein neues Layer hier holen. So, ich glaube, den Chat kann ich doch schließen vorerst, weil die Fragen kommen nun doch sehr schnell. Momentchen, ich muss mein Tool selektieren. So, also das Outlining, was übrigens international und vor allem in Englisch nennen wir das Line Art. Also Outlining ist zwar Englisch, aber das ist sehr deutsch. beim Tuschen, ich nenne es gerne Tuschen, also Inking, Tuschen. Das Schwierige ist natürlich, ihr kennt das sicher, also viele von euch werden natürlich zeichnen schon, deswegen seid ihr hier. Und ihr kennt bestimmt das Problem, ihr habt eine tolle Skizze, die ihr gut findet, und dann muss das getuscht werden. Und dann ist der Schritt zwischen Skizze und Tusche richtig, wie soll ich sagen, das ist irgendwie, da geht was verloren. Da ist irgendwas, ist da passiert, dass das nicht mehr so cool aussieht. Und das, nehme ich mal an, ist, was du wissen möchtest, ist, wie kann ich dieses Outline machen, ohne dass es so seltsam aussieht? Oder wie kann es genauso dieses Energie beibehalten? Dazu skizziere ich mal ganz kurz was und dann schaue ich mal, ob ich da was draus machen kann. Was ist denn so, welches, nehmen wir mal, falsche Farbe, immer die falsche Farbe, so. So, zoomen wir mal rein. Ist leider nur sehr Standard, aber ich werde mal einfach eine junge Frau zeichnen. Vielleicht
So. Nichts zu kompliziertes. Ich möchte nur mal die Erklärung, also das Ganze demonstrieren. Da muss das jetzt nicht super schön aussehen. Das ist schon fast zu sauber für meine eigenen Skizzen. Also ich mache teilweise richtig furchtbare, wie sagt man, sehr chaotische Skizzen. So. Warum nicht? Lassen wir doch die Haare kurz einfach. Wieso nicht? Denk dran, immer wieder mal das Bild umzudrehen. Also das, ich habe das auf einen Shortcut bei Clip Studio gesetzt, dass das mit einem Klick gemacht werden kann. Das ist extrem wichtig, denn ihr kennt das sicher, wenn man das dann mal umdreht, dann sieht das total grausig aus. Das kann man vermeiden, indem man einfach regelmäßig das umdreht. Also horizontal spiegeln heißt das, glaube ich. So. Ja, so. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir müssen das nicht zu genau machen. So, und jetzt kommt natürlich das Tuschen. Was kann man da machen, dass das schön bleibt? Also die Schwierigkeit ist natürlich, dass wenn man einen G-Pen oder so benutzt, dann ist die... Ups, neue... Moment, neues Layer. Die meisten haben das Problem, dass die dann anfangen, so das zu machen. Na, das kennt ihr sicher. Ah, nee, ist nicht perfekt. Oh nein, nochmal und so weiter, 120 Mal. Es ist Übungssache, also man kann besser werden. Man kann auch die Brush-Settings anpassen. Also zum Beispiel hier seht ihr Stabilization. Daran kann man das abändern. Ich zeige euch das mal ganz groß. Dann wird das extrem sauber. Und wenn man es ausschaltet, dann ist das eher wabbelig. Also das ist so, ich mache mal so. So, ich hab die Hand genauso extrem bewegt. Aber das ist, was Stabilization macht. Das hilft, wenn ihr wirklich diesen sauberen G-Pen-Tusche-Stift benutzen wollt. Und halt diese größeren Kurven habt. Allerdings müsst ihr es tatsächlich auch an- und ausschalten, je nachdem, was ihr braucht. Weil wenn ihr dann tatsächlich extrem wellige Haare braucht, dann könnt ihr plötzlich das nicht mehr zeichnen. Ne? Also ich habe es gerne auf so ein 2, 3 vielleicht. Und ich benutze es aber nur, lustigerweise, bei den Mini-Comics, weil die sind halt sehr sauber und sehr, die haben also so dicke Tuschelinien und das ist auch viel einfacher zum Kolorieren. Ihr habt es ja gesehen hier zum Beispiel. Also ihr seht hier, das sind halt diese, also ich zoome auch extra so nah rein, weil es ist eigentlich gar nicht so sauber. Ne? Aber dadurch, dass du rauszoomst, siehst du halt viele der Fehler nicht. Und das ist der zweite Tipp. Also es muss nicht perfekt sein. Wenn es tatsächlich um Illustration geht, da benutze ich komplett andere Stifte, weil ich finde, dass bei der Illustration will ich nicht, dass es aussieht wie ein Comic wirklich. Ich will, dass es wie eine Illustration aussieht. Also das Beispiel dazu ist dieses Bild. Und da kann ich mal auch reinzoomen. Ihr seht hier, die Tusche ist ein... das ist noch nicht mal schwarz. Also hier ist das ein, ich weiß gar nicht, was ich benutzt habe. Es war ein Pencil, also ein Bleistift habe ich benutzt. Und habe dann einfach dort, wo es schwarz sein soll, mehrfach drüber gezeichnet oder nachgezeichnet. Und da, wo es sanft sein soll, war es dann, also hier, da ist das auch gar nicht so sauber. Und ich glaube, viele Leute, die anfangen mit diesen, also mit Illustrationen und Comics, da ist man doch ein bisschen, wie sagt man,
beschäftigt mit der, das Ganze irgendwie sauber und poliert aussehen zu lassen. Und das Interessante ist, wenn man digital zeichnet, ganz oft muss man den Dreck sozusagen wieder reinzeichnen, damit es natürlich aussieht. Und das, also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeichne gerne mit, wo ist denn der Stift? Ist das der Stift? Der ist mir zu grob. Also manchmal kommt es eben drauf an. Ah, hier ist der Stift. Das ist der Colored Pencil bei Clip Studio unter Pencil. Das war der, den ich für die blonde Dame benutzt habe. Und den stelle ich auf sehr, sehr dünn. Jetzt, ich habe das Bild nicht so groß angelegt. Jetzt ist das ein bisschen doof. Ich mache mal auf 3. Und dann mache ich das Layer ein bisschen geringer. Und fange dann an. Also hier kannst du dann auch, genau wie bei den anderen Sachen, die Stabilization, das Ganze stabilisieren. Wie gesagt, denk dran, an- und ausschalten, weil du willst nicht dich dran gewöhnen, dass es immer an ist, zum Beispiel. Weil manche Dinge nun sich auch besser zeichnen, wenn sie aus sind. So, und noch eine Sache, die ich gemerkt habe, was das Ganze ein bisschen natürlich aussehen lässt, ist tatsächlich, das wie eine Skizze zu behandeln, aber eine saubere Skizze. Also ich zeichne dann tatsächlich recht locker das Ganze und Fehler bessere ich dann einfach mit dem Radierer nachher aus oder so. Oder in der Farbphase, also wenn ich das dann koloriere, einfach mit der Farbe drüber zeichnen über die Fehler oder so. Also dass das halt nicht ganz so steif ist alles. Also ich kann ja mal ganz kurz hier ausmachen. Seht, dann würde ich hier zum Beispiel, wo die Linien sich treffen, das ein bisschen nachzeichnen. Mehrfach zeichnen. Hier, das ist zu, ich mag keine offenen, wo die Linien so nur halb nicht wirklich schließen und so, dass da tue ich gerne noch mal ein bisschen Gewicht drauf. Ich finde, das sieht auch ganz oft schön aus, weil da, wo, das sind ja zwei, nicht Gegenstände, aber die Haarsträhnen kommen so aufeinander. Und da ist das eigentlich recht natürlich, dass dazwischen dann Schatten ist. Und dann hat man schon so einen gewissen Effekt da, ohne dass man da groß was machen muss nachher. Und ich finde, das sieht recht natürlich aus. So, also das sind so meine Tipps. Ich würde sagen, Tusche anpassen, je nachdem, was du zeichnest, dass es auch wirklich passt. Den Stift korrekt auswählen, also, ne, also das passt noch zum Teil 1. Locker zeichnen. Ich finde, das wie eine saubere Skizze zu behandeln, macht das einen riesen Unterschied. Und ja, also Stabilisator oder was immer das ist auf Deutsch, auf jeden Fall nutzen, aber nicht immer nutzen. Ich hoffe, das hilft. Ja, okay. Dann lass mal kurz schauen. Ich weiß nicht, ob ich nach oben oder nach unten. Ich glaube, oben. So. So. Storyboard, Thumbnail, Panel-Einteilung üben. Hast du Tipps, wie man effektiv besser wird, zum Beispiel erstmal einige Comics nur Thumbnails oder alles bis mindestens zur Skizze zu Ende zeichnen, um zu sehen, ob die Geschichte gut läuft. Referenzen oder generell alles, was du zum Üben empfehlen kannst. Okay, also für Storyboard, Thumbnails und Panel-Einteilung üben, würde ich sagen, definitiv mach einfach ganz viele Storyboards. Was ich sogar noch besser finde, als einfach nur blind Storyboards, deine eigenen Storyboards zeichnen, ist schwierig, weil du dann auch tatsächlich eine Story zeichnen musst erst oder überlegen musst. Was du machen kannst als extrem gute Übung, ist, du schaust dir Filme an und oder Szenen aus einem Film an und zeichnest das Storyboard nach. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Schnitt kommt, machst du ein neues Panel oder, also versuch den Film oder die Szene in ein Storyboard umzuwandeln. Denn, also viele Leute glauben, von Buch zu Manga oder Buch zu Comic ist einfacher als Film zu Comic, was ein riesiger Fehler ist, denn Film und Comic sind sich viel näher als, also geschriebene Literatur, ne? Also
ja, also im Grunde ist, was wir zeichnen als Comics, ist tonlose, stillstehende Filme. Und deswegen sich an Film orientieren hilft extrem gut. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn du deine eigenen Stories üben möchtest und wissen willst, ob die gut ankommen und ob das gut läuft, dann würde ich die Storyboards immer noch zeichnen, aber dann halt statt Strichmännchen vielleicht ein paar mehr Details reinzeichnen, dass man das erkennen kann. Und was ich mache, ist dann, die Sprechblasen mache ich ganz sauber und tippe die dann in Photoshop oder Clip ein. Und dann kannst du den Font sehr klein machen, dann kann man das recht klar lesen. Denn Dialog ist natürlich auch ein sehr großer Teil davon, wie sich das liest. Und das kannst du dann wahrscheinlich auch deinen Freunden und Beta-Lesern vorlegen und sagen, okay, fließt das gut. Und dann können die nämlich auch 100% die Bilder, also nicht unbedingt die Bilder, aber die Details der Bilder, also ob das jetzt schön aussieht, ist ja egal. Es geht um die Komposition. Und dadurch, dass es halt sehr grob ist, können die diesen Teil der Kritik schon mal ignorieren und einfach sagen, liest sich das gut, ja oder nein? Also, ja, okay. So. Lass mal schauen. Lese ich tatsächlich in der korrekten? Ja, ich bin kein Künstler, also sind meine Fragen wohl etwas einfach, aber wie macht man die Farben normalerweise in einem Webcomic? Es kann sein, dass ich nicht das richtige Wort benutze, aber benutzt man für Farben ausschließlich den Eimer, den Fülleimer? Ah, okay. Ja, das ist gar nicht so eine, oh, also gute Frage. Und zwar, ich werde diese Sachen wieder mal löschen. Es kommt drauf an, was für ein Comic man zeichnet. Also jeder zeichnet anders. Jeder koloriert anders. Und jeder arbeitet einfach auf eine andere Art und Weise. Ich zeichne mal wieder ein Gesicht. Ihr merkt schon, ich habe schon eine Vorliebe für eine Richtung. Das ist so mein Standardgesicht. Langweilig. Aber ich habe gerade keine Gehirnpower, um was Kreatives so auf die Schnelle. Okay, also, da gibt es mehrere Sachen. Also der Fülleimer, also ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also nehme ich jetzt das Wort auch. Das nennt sich Fill Tool auf Englisch. Das ist hier. Ja, ohne Gesicht ist vielleicht doch doof. Was habe ich denn? Okay. So, was kann man hier machen? So, ich habe hier ein Layer. Hier ist die Tusche. Und wenn ich das jetzt kolorieren möchte, möchte ich eigentlich vermeiden, dass hier auf der gleichen Ebene gearbeitet wird. Weil wenn ich Sachen nachher ändern möchte, zum Beispiel sage, oh, das ist zu pink, dann zeige ich dir mal was. Und zwar, ich habe jetzt zweimal gefüllt. Und hier kann man so richtig sehen, wie der Rand. Ja, das sieht man natürlich nicht. Hier so der Rand irgendwie, wie sagt man, gröber geworden ist oder auf jeden Fall nicht mehr so schön. Also es fängt an, sich so in die Ränder reinzufressen. Und das ist einer der Faktoren, warum man das nicht auf der gleichen Ebene machen möchte. Aber auch, weil man das nachher nicht so gut ändern kann. Also du musst dann irgendwie das immer selektieren und dann Sachen drauf und drüber malen. Und dann hast du immer diese Angst, dass die Tuschelinien irgendwie beschädigt werden oder nicht mehr so sind wie vorher und so weiter. Was man macht, ist ein weiteres Layer darunter setzen. Ich nenne das mal Color auf Englisch. So, jetzt hat Clip Studio tatsächlich ein wunderbares Tool. Und zwar hier oben ist so ein Leuchtturm. Das nennt sich Set as Reference Layer. Wenn man das klickt, habe ich das geklickt? Nee, da hat es wieder ab. So, jetzt hat es. So, jetzt ist das selektiert. Dann geht man auf die Farbebene. Und hier oben
gibt es ein Fülltool, das nennt sich Refer Other Layers. Und was das heißt, ist, es nimmt das obere Layer mit dem Leuchtturm und sagt, okay, das sind die Grenzen, die gestellt sind, aber füllt sie auf die untere Ebene. Und somit kann man dann einfach extrem viel machen. Also dann kann ich hergehen und sagen, dann machen wir das doch so. Und dann so Kleinigkeiten kann man dann selber mit einem Stift oder so ausbessern. Ne? So. Und das ist so das magische Grundprinzip, wie man die Grundfarben einfügt und so. Ich mache das zum Beispiel auf einer Ebene, also Farbe alles auf einer Ebene und nehme dann hier dieses, wie heißt das auf Deutsch? Magic Wand, Auto Select. Und dann nehme ich zum Beispiel das Braun und sage, okay, ich möchte hier etwas mitmachen. Dann würde ich eine weitere Ebene benutzen und zum Beispiel alle Edits auf dieser Ebene machen. Sagen wir mal, wo ist denn mein Farbwheel hin? Irgendwie, ich hatte doch ein Farb. Ach, da ist es. Sorry, meine Kamera hat die Farben bedeckt. Ich wundere die ganze Zeit, wo die sind. Okay. Ups, falsches. Nein, das hier. Nehmen wir das. Nein. Welches ist es? Nicht Stripe. Ah, da ist es. Oh Gott. Okay, jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Also das ist dann zum Beispiel auf einer separaten Ebene. Wenn ich dann sage, oh, das gefällt mir nicht, dann kann ich das auch nochmal abändern. Also diese Layer-Geschichte ist sehr, sehr, sehr schön. Und das sollte man auch regelmäßig benutzen. Okay. So, das zum Fülltool. Lass mal gucken. Wenn Illustrationen 100% deines Skills umfassen und lange dauern, welchen Prozentgrad würdest du für einen langen Online-Comic empfehlen, der wöchentlich publiziert wird? Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst. Moment, wo war die Frage nochmal? Ich glaube, ich muss sie nochmal lesen. Wenn du also, okay, wenn Illustrationen deine Skills, 100% deine Skills umfassen und lange dauern, welche Projekte habe ich? Also ich denke mal, du meinst, wie lange solltest du in einen Online-Comic stecken, der regelmäßig publiziert wird? Hoffe ich, dass das deine Frage ist. Also im Sinne von, okay, also du zeichnest in erster Linie Illustrationen. Möchtest du einen Online-Comic machen und wie viel Zeit möchtest du da reinstecken, solltest du da reinstecken, um es zu publizieren? Also ich finde, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wie so Zeitmanagement und so ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, weil das ist wieder, jeder arbeitet anders. Wenn du Illustrator bist und Online-Comics zeichnen möchtest, der Online-Comic kann natürlich auch wieder ganz anders sein von einem anderen Online-Comic. Also ich habe zum Beispiel diese ganz schlichten Comics, aber ich habe auch welche gesehen, die komplett voll illustriert sind, die wunderbare Details haben und einfach mega aussehen. Aber natürlich, die bringen nur eine Seite pro Monat raus, wenn überhaupt. Und da ist die Frage, was möchtest du machen? Also wohin möchtest du gehen mit diesem Comic? Willst du den doch lieber zeichnest du den für dich oder zeichnest du den, um Geld zu verdienen? Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, also ich würde sagen, wenn du einen Online-Comic haben möchtest, den Leute regelmäßig lesen, dann muss der einmal die Woche updaten. Sonst verlieren zu viele Leute Interesse, beziehungsweise hast du nicht so die Chance, ein richtiges Publikum zu entwickeln, glaube ich. Es wäre, also da kann man eigentlich in Richtung Webcomic, wie soll ich das organisieren, wie kann ich ein Following schaffen, also diese ganze Social-Media-Sache, das ist ein ganzes Thema für sich, wie man es am besten macht, um halt ein Following zu haben.
wie gesagt, da muss ich wirklich ein bisschen mehr wissen, was du machen möchtest. Möchtest du eine Fanbase haben? Möchtest du Geld machen? Da gibt es viele Techniken. Leider kann ich da noch nicht so ganz genauer drauf eingehen. Ich schaue mal, was sonst noch kommt und vielleicht finden wir noch ein paar Fragen, die das ein bisschen genauer ansprechen. Mal schauen. Wie schaffst du es, kontinuierlich qualitative Comics zu veröffentlichen, also in Bezug auf Zeitmanagement? Es tatsächlich ist ein bisschen schwierig gewesen, denn ich habe so vor 2 Jahren herausgefunden, dass ich also bipolar bin, also manisch-depressiv. Und ich habe lange Jahre vorher extrem damit gekämpft. Also ich konnte nicht regelmäßig Comics, qualitativ hochwertige Comics, das hat nicht geklappt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe öfters Commissions gezeichnet, um so mein Geldflow stetig zu haben. Und habe im Grunde hin und wieder mal Comics gezeichnet, die nicht immer so waren, wie ich sie gerne gehabt hätte, aber sie haben das, wie sagt man, die haben die Miete gezahlt und so weiter. Und dann habe ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren tatsächlich die Diagnose bekommen und ich habe dann angefangen, Medikamente zu nehmen. Und seitdem weiß ich einfach, also ich kann mehr zeichnen. Ich bin jetzt ein bisschen gesünder, was das angeht. Also die mentale Gesundheit ist extrem wichtig, glaube ich, weil Zeichnen und Comics, das ist extrem an unserer Gesundheit irgendwie gebunden. Also ja, viele Leute, die erzählen, dass sie überhaupt nicht mehr zeichnen können oder keine Freude am Zeichnen haben, die klingen ganz oft für mich wie Leute, die an Depressionen leiden. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen reinschauen, ob da was dran ist vorher, bevor man sagt, okay, ich mache was falsch und ich muss meine Zeit besser managen. Heutzutage habe ich immer noch Hochs und Tiefs. Wenn es mal ein Tief kommt, dann weiß ich einfach nur, okay, diese Woche mache ich nichts und dann plane ich nichts und ich lösche einfach alles, was ich mir vorgenommen habe, lösche ich aus meinem Kalender und sage, nein, also mache ich nicht. Und wenn es klappt, dann ist gut, weil manchmal kommt dann so ein Glimmer an Kreativität und dann setze ich mich hin und mache es trotzdem. Aber ansonsten, ich verstehe, was ich für ein Problem habe und arbeite drumherum. Und ich glaube, der Rest, wenn du also gesund bist, der Rest ist wirklich, dass du dich mit Dingen umgibst, die dich inspirieren und die dir Freude bereiten, die so dieses Gefühl in dir geben, dass du jetzt, ich will jetzt nach Hause gehen, nachdem ich einen Film geschaut habe. Ich will nach Hause gehen. Naja, Quatsch, heutzutage ist man ja schon zu Hause. Ich will ins Arbeitszimmer gehen, an den Schreibtisch gehen und ich will zeichnen, weil das war so cool oder so. Ne? Und also mit solchen Dingen muss man sich dann umgeben und vielleicht auch ein bisschen tiefer gucken und sagen, okay, ich habe ein Interview von jemandem gefunden, der mich ein bisschen interessiert. Vielleicht schaue ich mir das an. Also vieles ist auch sich weiterentwickeln und lernen und dann halt das Gelernte umsetzen wollen. Ne? Also da ist so ein Drive, bei mir zumindest, ich habe dann so ein, ich will das mal ausprobieren, wenn ich was Neues gelernt habe. Ja. was nochmal zum Zeitmanagement, was gut ist, ihr solltet euch immer im Klaren sein, dass wenn wir glauben, wir sind sehr schnell im Zeichnen, egal was es ist, also ein Auftrag oder irgendwas, immer mehr Zeit einrechnen für diese Sachen, als du meinst, dass du wirklich brauchst. Mindestens ein Drittel mehr, als du denkst. Und wenn du es nicht brauchst, umso besser, dann hast du Zeit zwischendurch, was Persönliches, was für dich selbst zu zeichnen, Fanart zu zeichnen, was immer du Lust hast. Aber also diesen Stress. Ich plane also wirklich mit extrem viel Pausen zwischen und ich bin aber auch jemand, der nicht so diesen Druck hat, weil ich kann eben davon leben und ich kann mir die Zeit nehmen und dann nehme ich sie mir auch. Aber wenn du das nicht hast, dann, ich würde sagen, rechne trotzdem mehr Zeit ein und dann kannst du immer noch eine Commission zwischendurch anbieten und sagen so, hey Leute, mir ist gerade eine Commission gerade auf und ich mache noch, ich weiß nicht, 2 Chibis zwischendurch oder so. Ich zeichne kleine
Kleinigkeiten dazwischen oder so. Das ist viel besser, als wenn du dich dann extrem stresst und dann alles nicht ganz klappt. Und dann, ja, okay. So, ich scroll einfach mal ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie viel, ich habe schon viel zu viel geredet, glaube ich. ich glaube, die Frage habe ich schon gemacht. Kann ich die, ach so, muss ich die wegklicken, ne? Okay, das habe ich vorher nicht gemacht. So, jetzt mache ich das mal selbst, weil das... Okay, wenn du eine Seite anfertigst und dann Sprechblasen und Text einsetzt, machst du das komplett in Clip Studio Paint? Oder nutzt du auch InDesign? Ich nutze auch InDesign, ja. Ich mache tatsächlich all die Sprechblasen und so weiter vorher fertig. Und die Sprechblasen selber mache ich nicht in InDesign, aber ich mache den Text in InDesign. Das letzte Projekt, was ich gemacht habe, habe ich tatsächlich vergessen, so zu machen, weil ich habe in Photoshop gearbeitet oder so und dann habe ich meine ganzen Fonts da und dann habe ich das irgendwie automatisch alles schon eingefügt gehabt. Und dann habe ich InDesign geöffnet, weil ich das für die Druckerei machen muss. Und dann war ich so, oh das habe ich schon gemacht. Normalerweise mache ich den Text separat. Und ich glaube aber, es ist nicht notwendig. Also wie ich schon gerade erklärt habe, ich habe es schon mal einfach komplett in Photoshop gemacht. Ich glaube, Clip ginge genauso gut, weil die haben ja auch eine Texttool. Und solange du die Fonts hast, ist das überhaupt kein Problem. Ich benutze Clip und Photoshop gleichzeitig. Aus reiner Gewohnheit, wirklich. Weil ich habe mit ich habe mit Photoshop und da gab es ein früheres Programm, das war ähnlich wie Clip. Wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein uraltes japanisches Programm. Und damit habe ich angefangen. Und das Programm konnte aber gar nichts. Also es konnte nur malen, so ein bisschen malen. Das sah ganz schön aus. Und die Brushes waren ein bisschen wie Clip. Und die Photoshop-Brushes mag ich halt nicht so sehr. Und ich bin jetzt, Jahre später, endlich auf Clip gekommen. Also ganz oft auch verschiedene Versionen und so. Also ich habe vor kurzem erst das Neueste bekommen. Und jetzt kann man eigentlich wirklich alles in Clip machen. Und ich weiß nur nicht, wo diese ganzen Funktionen sind. Und die kenne ich aber alle auf Photoshop. Deswegen schalte ich halt öfters mal um. ja, aber eigentlich kann man das auch alles in Clip machen. So, okay. Wo war das denn jetzt? Jetzt habe ich die Frage nicht... Ach ja, das ist beantwortet. Wie startet man am besten mit Clip Studio Paint? Da es am Anfang schon recht einschüchternd sein kann, alle Funktionen zu verstehen und kennenzulernen. Ich würde sagen, mach es einfach auf. Mach ein new, wie ich das gemacht habe, hier dieses Ding. Und dann würde ich sagen, die Dinge, die du für den Anfang brauchst, sind entweder Stift, also Pencil oder Pen. Und dann die Layer, die auf dieser Seite sind, also neues Raster-Layer, das und dann halt dieses Füllen, das ich dir gezeigt habe. Und dann, ich würde sagen, fang damit an und zeichne einfach ein paar Kleinigkeiten damit. Es ist einfach, das sind die Dinge, die du kennst. Und lerne erstmal die ganzen verschiedenen Brushes in der Kategorie allein. Lern die halt erstmal kennen, bevor du irgendwas Kompliziertes machst. Spiel mit ein paar Layern. Und wenn du damit gut zurechtkommst, dann würde ich sagen, okay, jetzt probier doch mal vielleicht dieses Tool hier, Brush ist ein bisschen mehr sanft und anderes, also hier ist ein ganz anderer Effekt und dann spielst du damit. Also ich würde erst gar nicht diese ganzen extra Sachen ausprobieren, einfach nur das machen, was du gerne magst und was sich gut anfühlt und wenn du dann drin bist, dann nach und nach so mehr dazu tun. Ne? Das ist also nicht zu überwältigt werden.
Und ansonsten, es gibt extrem viele Tutorials, also extrem viele Tutorials online, wo du einfach nachschauen kannst, wie macht man X und Y. Also die verrücktesten Sachen kann man damit machen. Also es ist ziemlich cool. Okay. Empfiehlst du zum Einstieg klassisches Zeichnen mit Stift und Papier oder digital starten? Ich würde sagen, das ist schwierig. Ich habe mit Stift angefangen und ich habe zum ersten Mal mit 15 digital gezeichnet und das sah alles furchtbar aus. Und dann irgendwann so 18, 19 habe ich angefangen, mehr und mehr digital zu zeichnen. Und im Grunde ist das so, wenn du in der digitalen Welt, also online und so weiter, schnell arbeiten möchtest, effektiv arbeiten möchtest und auch einfacher Sachen schicken und editieren möchtest, dann ist digital absolut der Weg der Zukunft. Also die meisten professionellen Zeichner sind digitale Künstler. Auch es gibt so viele Methoden, diesen Look nachzuahmen, dass du im Grunde auch, also du sparst auch viel Geld. Man glaubt, oh ja, manche Programme sind sehr teuer, aber im Vergleich zu Material, wenn du wirklich alles traditionell machen würdest, ist das eigentlich preiswerter. Es kommt am Ende darauf hinaus, ob du damit zurechtkommst, aber digital ist für den Einstieg meiner Meinung nach schwieriger als traditionell. Leute sagen gerne, oh ja, du musst noch einen Knopf drücken und dann ist alles in Ordnung, dann hast du einen Filter. Klar kannst du das machen, aber es sieht auch beschissen aus. es zu lernen, wie es gut aussieht, das ist extrem schwierig. Daher ist meiner Meinung nach der frühe Einstieg sehr gut. Es kann dir eigentlich nie schaden. Ich bin der Meinung, digital ist besser. Es ist natürlich schön, wenn man halt immer noch traditionell was machen kann und das verkaufen kann oder demonstrieren kann oder in Person jemandem was schenken kann und so. Aber mit Comiczeichner im Sinne, ich würde sagen, das ist einfach so viel besser. Ja. Okay. Lass mal schauen. Das. Ich tut mir leid, wenn ich alles auf Dismiss mache, aber es ist einfach schneller. Lass mal schauen. Bist du zur Kunstschule gegangen? Nein. Ich wollte lange Zeit tatsächlich auf eine Kunstschule gehen, weil ich dachte, dass man auf Kunstschulen tatsächlich lernt zu zeichnen. Aber die Realität ist leider, dass man das überhaupt nicht lernt. Und deswegen wurde ich auch nicht angenommen. Ich habe mich beworben und wurde nicht angenommen. Und dann habe ich mich entschieden, online einfach zu machen, was ich mag. Und das war Manga zeichnen, weil ich habe Manga geliebt und Comics geliebt. Und das waren einfach Dinge, die in der Kunstschule absolut nicht okay waren. Also das wird nicht akzeptiert und kannst vergessen, überhaupt nicht ins Portfolio reinpacken, kannst vergessen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen älter und zu der Zeit, wo ich mein Abi gemacht habe, das war 2004, da gab es auch keine Game Design Schulen, weil heutzutage gibt es Game Art Schulen und die, habe ich gehört, sind recht gut, weil die fokussieren auf Concept Art und tatsächlich auch aufs Zeichnen jetzt als Skill, ne? Und das ist wirklich vielleicht was, was man sich überlegen sollte, selbst wenn man nicht unbedingt in Games will, also eher illustrativ oder so, ob man nicht in die Richtung gehen sollte, statt jetzt die hohe Kunst, weil da hätte ich einige nicht so nette Geschichten zu erzählen. Also würde ich nicht empfehlen. okay. Kommst du aus Deutschland? Jein, also ich bin nicht dort geboren, ich bin in Japan geboren und mein Vater ist Deutscher aus Düsseldorf und ich habe da 10 Jahre in Düsseldorf gelebt und auch ich bin auf deutsche Schulen gegangen, aber ich bin auch Japanerin. Und ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig, was Identität angeht. Ich fühle mich sehr gemischt und deswegen mag ich mich nicht auf eine Sache festlegen. Momentan bin ich in England, ich fühle mich sehr englisch auch und ich passe hier perfekt rein. Es ist irgendwie das erste Mal, dass keiner fragt, woher ich komme. Und naja.
So, was haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, wir sind fast bei der 1-Minute-Marke. Ich guck mal ganz schnell. Okay, vielleicht zum Schluss ein Thema zu Social Media. Eine Frage zu Social Media. Melissa fragt, hast du Tipps, wie genau man einen Art-Account zum Beispiel auf Instagram growen kann? Social Media ist sehr interessant. Also das ist unser Tool als Künstler, Fans zu bekommen, auch Kunden. Also man muss ja auch sagen, durch die Fans natürlich dann auch eine Kundschaft, die dann auch die Bücher kauft und auf Events uns besuchen kommt und Goodies kauft, Merchandise und auch unsere Sachen teilt. Und dann dadurch natürlich kriegen wir Kunden und Auftragsarbeiten. Es ist also extrem wichtig, heutzutage Social Media zu haben. Also wenn einer von euch überlegt, ich will jetzt Zeichner werden, ist es auf jeden Fall eine gute Idee zu gucken, was ist das Social Media momentan, wo die meisten Leute drauf sind und was eignet sich fürs künstlerische Sachen hochladen. So, ich bin auf viel zu vielen Plattformen. In erster Linie Instagram und dann Twitter, aber eher weniger. Also Twitter finde ich ein bisschen schwierig. Aber das ist meine eigene Schuld, dass ich da kein Following habe, weil es finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich kann zu Instagram einiges erzählen. Es ist recht einfach. Du kannst wirklich systematisch ein Following dir zusammenbasteln. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass du immer noch zeichnest, was du magst und du dich selbst als Person und deine Kunst, wie du sie magst, so vermarktest, dass du damit glücklich bist. Reine Nummern sind leider nicht das A und O. Also klar, wenn du Bücher verkaufen willst, aber nicht immer kaufen die Leute das. Also zum Beispiel meine Mini-Comics, falsches Window, dieses Window, so. fast das falsche aufgemacht. Meine Mini-Comics sind sehr, sehr populär. Die werden ständig geklaut und auf Facebook wieder gepostet und also die Leute kennen das und wissen aber nicht, wer es gezeichnet hat. Also das ist so das typische Szenario von, das Internet hat mein Produkt genommen und das halt extrem viel verbreitet und die Leute erkennen es. Aber ganz selten kaufen die Leute das Buch. Und das ist schwierig. Und aus dem Grund, als meine Minicomics populär geworden sind, habe ich nicht angefangen, nur Minicomics zu zeichnen, weil ich wusste, dass da das nicht so ganz passt. Und und für Social Media, das Wichtige ist tatsächlich, dass du regelmäßig postest. Ich würde sagen, Minimum zweimal die Woche. Das mache ich auch nicht, aber ich habe lange Zeit am Anfang regelmäßig gepostet. Jetzt habe ich eine ziemlich große Fanbase, deswegen muss ich das vielleicht nicht mehr, aber theoretisch sollte ich zweimal die Woche posten. Dann natürlich auch Stories posten. Und darauf achten, dass das, was du postest, korrekt getaggt ist. Also du musst halt die Tags benutzen, die die Leute sich anschauen. Ein gutes Mittelmaß ist ein unbekanntes Tag, ein mittelmäßig bekanntes Tag und ein sehr berühmtes Tag zu benutzen. Und dann maximal, glaube ich, 6 insgesamt. Und dann halt Trends mitmachen, zum Beispiel Draw This in Your Style. Ne, also da gibt es, wo jemand etwas zeichnet und du zeichnest es nach. Solche Geschichten hin und wieder, nicht ständig zeichnen. Und dann natürlich gucken, wie das Feedback ist. Und wenn du dir wirklich extrem populäre Leute anguckst, dann beobachte mal, wie deren Profil aussieht und versuch herauszufinden, warum sind die so bekannt oder so berühmt. Und ganz oft ist es so, dass die halt einen wirklich konstanten Stil haben und das, was, wenn du ein Follower bist, dann weißt du, was du zu erwarten hast. Also die machen halt wirklich sehr ähnliche Sachen. Da gibt es einige Accounts, die machen nur hübsche Mädchen zum Beispiel. Ist natürlich ein bisschen langweilig, aber wenn die Person plötzlich einen hübschen Jungen macht, ist das vielleicht nicht ganz so populär wie hübsche Mädchen, weil die Leute erwarten hübsche Mädchen. Na so, und also, dass du halt ein Thema in deinem Feed hast zum Beispiel. Und ich glaube, so Art Swaps und so wären vielleicht auch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das wirklich nummernmäßig wirklich was bringt. Also dieses Tagging
die Uhrzeit, wann man das postet, ist vielleicht auch ganz interessant. Also wenn ihr zum Beispiel wirklich alles auf Deutsch macht, dann muss natürlich auch das Timing fürs Posten auf die deutsche Zeitzone angelegt sein. Ich poste meistens abends, weil das die Zeit ist, wo die Amerikaner wach werden und dann morgens im Bett scrollen. Also oder halt mittags beim Kaffee trinken. Ne? So, und meine Fanbase ist zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, ich würde mal sagen, vielleicht 70% ist Amerikaner und deswegen muss ich halt um die Zeit posten. Also da muss man sich dann immer ein bisschen informieren und gucken, was passt. Und also dieses regelmäßig posten, es muss auch nicht das Beste aller besten Sachen sein, regelmäßig posten und halt einen konstanten Style irgendwie auf dem Profil haben, glaube ich, ist ganz gut. So, ich weiß nicht, ob wir schon an die Grenze gekommen sind. Vielleicht, was meint ihr? Haben wir noch Zeit, oder? Wenn du noch magst, können wir bestimmt noch eine Frage einfügen. Okay. Ich sehe nur halt, es kommen immer wieder neue hervor. Das wird nicht aufhören. du musst sagen, wie lang es noch geht. Okay, vielleicht sage ich zuerst, erstmal ganz lieben Dank für all diese Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich bin tatsächlich auf Instagram. Über meine Website könnt ihr mich überall finden, also mikiko.art, und das Link zu all meinen Social Media und so weiter. Ich beantworte absolut gerne auch mehr Fragen nach dieser Session via dieser Social Media. Bitte nicht über meine Business-E-Mail. Das könnte ein bisschen chaotisch werden, aber so Instagram oder Twitter gerne. Oder DeviantArt habe ich auch noch. Einfach schreibt mich einfach an und ich beantworte gerne in großem Detail alles, was ich nicht geschafft habe in dieser Session. Okay, und jetzt gucke ich mal, ob ich noch eine Frage finde. okay, woher weißt du, wie groß du die Sprechblasen machen musst, wenn du den Text in InDesign machst? Fragt Jessica. Okay. Gewohnheit. Also eigentlich, ich tippe im Grunde meine ganzen Sachen aus, wenn ich eine Seiten, also wenn ich zum Beispiel, ich mache ja das Storyboard. Oh, ich habe vergessen, dass ich das hier habe. Ups. So, das ist ja ein Storyboard. Und ihr seht, ich hab da so drüber geschrieben. Was ich mache ist, ich nehme also diese Seite, geh mal rüber, mach eine neue Seite. Statt Custom haben wir hier eine A4? Nein, egal, sagen wir mal, das ist... tun wir mal so, als wäre das jetzt das A4-Format. Was ich dann mache, ist, das ist dann die Originalgröße der Seite, die ich brauche. Das ist natürlich vorher alles gecheckt, die Auflösung und so weiter. Dann mache ich das auf, das ziehe ich dann also über diese komplette Seite drüber und zeichne die Figuren sauber, die Panels sauber und so weiter. Und dann siehst du sofort, dass der Text, den ich da reingeschrieben habe, ziemlich groß ist. Und ich weiß, ich habe halt so viele Comics inzwischen gezeichnet, dass ich weiß, dass das reicht. Und es gibt halt eine Regel, dass wenn du... es gibt halt eine Regel zu, wie viel Platz zwischen also Sprechblase und Text sein soll. Also wenn der Text, ich mach mal Text, also darf auf keinen Fall zu nah an den Rand kommen hier, ne? Und die Regel generell ist, wenn du den Text reinfügst, dass da in etwa die Größe des Textes Platz zwischen den Seiten, also genau ein Buchstabe der Textgröße muss von Seite zu Seite reinpassen, um das gut aussehen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber auf Englisch nennt man das Eyeballing, also wirklich so Pi mal Daumen. Und das mache ich, aber nur, weil ich es kann. Also ich habe es so oft gemacht, das ist halt ziemlich locker für mich. Ich würde sagen, wenn du nicht sicher bist, dann
macht es tatsächlich, macht die Sprechblase in den Design von vornherein. Ich habe das auf jeden Fall auch immer auf einer separaten Ebene. Das heißt, wenn ich die Seite zeichne, dann habe ich zwar im Storyboard die Sprechblase, aber beim Reinzeichnen ist die Sprechblase nicht mehr da. Die zeichne ich im Nachhinein in der Größe, wie ich das dann halt brauche. Aber sie ist halt eingeplant. Also du musst die Sprechblase einplanen, weil das zum Beispiel beim Lesefluss wichtig ist, wo du liest. Also unbedingt mit einplanen und einen Plan dafür haben, wie du sie nachher einfügst in InDesign. Und eben, wie gesagt, wenn du das oft genug gemacht hast, glaube ich, kannst du das dann auch Pi mal Daumen so machen wie ich. Aber es ist ein bisschen schwieriger, wenn du dann im Nachhinein das editieren musst. Wobei Photoshop hat, InDesign und Photoshop haben auch eine Funktion, die ganz gut ist. Das heißt, wenn du die Seite in deine, oh Gott, ich kann das alles nicht auf Deutsch, bei mir ist alles Settings sind auf Englisch. Wenn du deinen Comic in InDesign hast und dann die Datei eingefügt hast und die sieht nicht korrekt aus, dann kannst du die rechtsklicken und dann kannst du editieren mit und dann in Photoshop öffnen. Und dann kannst du halt, wenn du die Sprechblase auf einer separaten Ebene gehabt hast oder eben vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ob du Clip-Comic-Seiten noch auf, du kannst die auch als PSD speichern, glaube ich. Dann könntest du vielleicht einfach das immer noch so anpassen. Ich glaube, das ist besser, wenn du das im Clip machst, weil die haben eine schnelle Sprechblasen-Tool, die ich nicht nutze, weil ich natürlich aus Gewohnheit alles in Photoshop mache. Ich finde das noch heraus, aber es gibt auf jeden Fall ein Sprechblasen-Tool, das man ganz flott und geschwind nutzen kann. Ja, okay. ein kleines Geheimnis am Ende, dass ich nicht weiß, wie man Sprechblasen-Clip macht. Okay. Nein, man lernt nie aus und ich bin halt wirklich so ein Gewohnheitstier. Okay, ich glaube, das war es dann an Fragen. Alles andere bitte, bitte einfach an mich weiter durch Twitter oder Instagram oder DeviantArt. Ja, oder in meinem Discord-Channel. Ich habe auch einen Discord-Channel, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ja. Super. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Mikiko. Es war eine wunderbar kurzweilige Session. Ich habe mir als Thema für nächstes Mal gemerkt, Sprechblasen zeichnen mit Mikiko. Ja. Ja. Klassische Art. Nee, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Fragen waren super. Es war schön dynamisch und anregend. Ich glaube, wir haben alle was mitgenommen. Super. Mir hat es gefallen. Gerne wieder. Ich habe noch einen kleinen Slide zum Abschluss. Insofern würde ich sagen, ganz lieben Dank und bis bald, Mikiko. Dankeschön. Genau, und von unserer Seite bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie Mikiko auch schon gemeint hat, folgt uns auf Social. Wenn ihr Fragen habt zu Wacom, @Wacom auf so ziemlich allen Kanälen. Wenn ihr Fragen habt zu Clip Studio Paint, dann @Clip Studio Official. Mikiko.art, wie gesagt, für alle Fragen und Inspirationen von Mikiko. Und genau, kleiner Reminder, falls ihr jetzt wirklich Lust habt, irgendwie euer Equipment ein bisschen zu pimpen, dann besucht den Wacom eStore, eStore.wacom.com/Wacom-Week für die exklusiven Deals für diese Woche. Genau, und ansonsten war es das für uns für heute fast, weil jetzt übernehmen die Kollegen in den USA, die heute Abend noch eine Session haben, das heißt Chat and Draw. Das klingt genauso und das ist genau das, wonach es klingt. Man trifft sich ein bisschen, man quatscht ein bisschen und man zeichnet. Und später am Abend haben wir auch noch eine DJ-Session, also es lohnt sich dran zu bleiben und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit den fantastischen Storyboard-Artists von Triggerfish aus Südafrika und Maya und Yehuda Devir, die beiden, das Comic-Couple aus Tel Aviv. Genau, wir freuen uns, euch wieder dabei zu haben. Bis dahin, vielen, vielen Dank, Mikiko, und danke an alle, dass ihr dabei wart. Danke, tschüss. Tschüss.